So, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich, liebe Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Heart Gold. Ja, wir sind ja immer noch dabei, Noah zu trainieren. Also wir sind ja immer noch dabei, die schöne Evoli zu entwickeln. Und wie sich dieses Evoli freut, mal gucken. Es freut sich, streckt sich lang und macht ein Päuschen. Naja, Päuschen gab es jetzt schon. Jetzt geht's aber erstmal weiter. In der letzten Folge sind wir ja mit unserem Pokémon hier. Also ihr seht, so zwischen 24 und 27 sind sie. Alle sollen so auf 28 sein. Weil wir haben immer noch nicht den dritten Orden gemacht. Ihr seht es nämlich. Und ja, es ist ein bisschen spärlich auch eingeblendet. Aber ich werde euch mal so viel sagen. Ich arbeite geradewegs daran, die Grafik ein bisschen nochmal schöner zu machen. Es wird sich ein bisschen was verändern. Das werdet ihr aber dann in ein, zwei Wochen sehen, also nach drei, vier Folgen. Ich arbeite geradewegs daran. Mir muss es ja halt auch selbst gefallen, deswegen habe ich es ein bisschen umgestellt. So, wo wir jetzt erstmal hingehen, und zwar nicht, gehen wir jetzt erstmal zu Kurt. Ohne Bälle, aber mit Wurf. Nein, umgekehrt. Denn wir waren schon lange nicht mehr. Ach, ich habe gar keine Aprikokos mitgebracht. Gut, welche nehme ich? Pink oder Gelb? Oh, nehmen wir mal Yelp, komm. Yelp. Oh Gott, das heißt, ich muss hier bleiben, ne? Gut. Bleiben wir dann auch hier. Und würde dann vorschlagen, dass wir in den Steineichenwald erstmal gehen. Werden wir erstmal sehen, ob das Ganze noch funktionieren wird. Ich bin mir da nicht so sicher. Ne? Erstmal gehen wir mal in den Steineichenwald. Ich hätte jetzt gedacht, ich hätte noch Bälle übrig gehabt. Aber das ist doch nicht so der Fall gewesen. Deswegen bin ich da ziemlich desorientiert. Aber das ist ja nichts Neues von mir, ne? Dass ich da ja so desorientiert bin. Weiter kriegt trotzdem das Training von Noah. Also ihr werdet jetzt, wie gesagt, erstmal ein paar Folgen... ja, ich weiß, wahrscheinlich gucken viele eh nicht diese Folgen, weil sie denken, trainier doch einfach mal off-air. Also ohne, wenn jemand mit dabei ist oder so. Ich muss mal ganz kurz den Ventilator hier umstellen. Es sind ziemlich warme Tage geworden. Ich hoffe, ihr... wenn ihr das natürlich seht, klar, die warmen Tage, die gibt es dann schon nicht mehr. Wahrscheinlich gibt es sie noch, aber nicht mehr in der Hülle und Fülle, die es auch schon, sagen wir es mal, in den letzten vergangenen Tagen gab, wo ich diese Session hier nicht aufgenommen habe. Warum? Weil ich, es ist einfach viel zu warm gewesen und dann schützt man sich halt auch einen ab. Und dann noch während Fußball-EM und dann auch noch die E3 gewesen und so. Ne? Vieles, muss man ja auch sagen, ging ja auch so ein bisschen, ja nicht auf den Keks, aber zumindest ist es ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen anstrengend. Deswegen trainieren wir jetzt mal ein bisschen hier im Steineichenwald. Ich weiß, die Pokémon sind auf einem ziemlich schwachen Level, aber warum kommt nur Raupi? Was soll denn das? Warum nur Raupi? Das wird ja dann nichts. Muss ich wieder woanders hin? Ja, ich könnte aus dem Steineichenwald rausgehen und dann nach Dukatia gehen, ne? Das wäre halt auch eine Idee. Weil bisher jetzt nur Raupi getroffen. Ein bisschen schade da noch, ja. Aber 45 XP, naja, das ist halt, wie gesagt, quasi nix. Aber vielleicht sehen wir gleich was anderes. Dankeschön. Erstmal muss man meckern. Das finde ich halt auch mal wieder genial, dass man meckern muss, damit man überhaupt ein anderes Pokémon hier sehen kann. Aber das ist halt typisch Pokémon. Kann man eigentlich nur so sagen. Und, ja. So. Und weg. Sehr schön. So, das gibt jetzt ein bisschen mehr. 61 XP. Ja, bei Safcon ist es halt so. Safcon ist halt ein weiterentwickeltes Pokémon. Und Raupi ist einfach nur Raupi. Ne? Was anderes habt ihr wahrscheinlich auch nicht erwartet, aber es ist halt Raupi. So, gibt's hier was? Nein. Gibt's hier was? Wir haben ja hier auch Kopfnuss bekommen. Ne? Meine Güte. Obwohl, warte mal, wir haben doch hier ein Itemradar mit, ne? Warte mal, ich schalte es mal kurz ein. Oh, Item. Item könnte in der Nähe sein, aber auch ein Pokémon. Und schon wieder ein Safcon. Very nice, very nice. Ja, wir haben ja das Itemradar jetzt auch vor gewissermaßen vor vielen, vielen Wochen gekriegt. Ja, mal schauen, was uns... Ja, das heißt nochmal, komm Noah,
greif an. Du kannst noch nur Tackle im Moment. Und ich hoffe mir, dass du zumindest bald mal mehr kannst als nur Tackle. Deswegen... Ne? Ach ja, stimmt. Itemradar. Da muss man sich dann immer wieder... Wow. Hat sich auch voll gelohnt. Hat sich auch voll gelohnt. Ja, und da kommt wieder ein Raubtier. Raubtier! So, weg. Komm. Ja, nicht mit einem Schlag mal. Ja, Tackle ist halt auch eine Standardattacke. Ne? Langweilige Standardattacke. Die eventuellerweise ziemlich nerven kann. So. Hälfte haben wir schon mal bis Level 15, aber es sind noch genug Level. So, ich habe aber gesehen, Itemradar ist woanders. Item ist woanders. So, erstmal hier. So. Voll, voll, genau, mach mal. Danke, voll, voll. So. Oh. Oh. Ein Gegengift. Wie toll. Aber ich glaube, das war nicht das Item, was vorhin so ausgeschlagen hat, ne? Das kann es, glaube ich, nicht gewesen sein. Komm. Ist da hinten irgendwo. Weil sonst hätte es schon längst hier ausgeschlagen. Auch nichts. Kopfnuss bringt ja eine ganze Menge, Kappa. Okay, da oben irgendwo. Da oben irgendwo. Da oben irgendwo. Aber warum kommt jetzt sogar noch ein Raupi-Level? Komm, schick mir gleich ein Raupi-Level 2. Dann sitzen wir noch 20 Folgen daran, das Evoli hier zu trainieren. Ja, wir gehen ja sowieso jetzt hier gleich erstmal raus. Ja. Aber ich mache mal folgenden Vorschlag. Sollte dieses Evoli bis maximal Level 20 nicht Ruckzuck-Keep lernen oder eine andere Attacke, mit der es angreifen kann, fliegt aus dem Team. Ja, weil es kann nicht nur mit Tackle angreifen. Das ist doch unmöglich. Ne? Nur weil man in Gen 4 ist ein bisschen dumm gelegt hat. Ein Mini-Pilz. Nice. So. Aber hier war doch noch irgendwo was. Oh ja. Hier unten irgendwo. Ja. Aber hier gibt es auch nur Raupis, ne? Nichts anderes. Raupis. Nur Raupis und Safcons. Ja, dann gehen wir gleich hier raus. Außer wenn wir mit Wunder mal Level 15 schaffen. Ja, sowas wie so ein Kampfhunder gibt es hier ja leider nicht. Ja, das würde uns auch eine Menge erleichtern, weil dann könnten wir immer wieder gegen diese Trainer kämpfen. Was leider nicht der Fall ist. Noch ein Mini-Pilz. Very nice. Wahrscheinlich doch da unten irgendwo, ne? Aber naja, ist eigentlich auch egal. Level 6. Ja, ihr merkt schon, ich sag nichts mehr dazu, weil es halt auch einfach nicht viel bringt, irgendwie was da noch zu sagen, weil es ist halt hier nur Raupi. Irgendwie hatten wir, als wir das letzte Mal hier waren, eher mehr an Pokémon, ne? Gut, das lag wahrscheinlich auch daran, dass wir auch noch Trainer hatten und so. Und die Kopfnuss will hier gerade nicht. Ne? Warte mal, ich mach jetzt nochmal Kopfnuss auf diesen Baum. Ne? Ja, geht doch! Meine Güte! Muss man sich wieder mal nur... Ich gehe raus. Also, nein, 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 nein. Nein, 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 auch nicht du, nein, nein, geht mir weg, ich trainiere jetzt hier, also das ist doch wohl ein Scherz, oder? Ich mach Kopfnuss und kommt ein Raupi Level 3, obwohl ich wild noch doppelt so starke sehe, guck mal, Level 11, das sind Pokémon, gegen die musste, ja, wir müssen gleich ins Pokémon Center.
Och man. Ja, gut, durch den Steineichenwald laufe ich jetzt nicht. Das heißt, Lucatia City bleibt erstmal. Ja. Ich muss mal schauen, wann ich wieder mal zu kurz zurückkehre. Dann aber hoffentlich mit Pokebällen. Ja. Guck mal, siehst du. Energiefokus. Es pumpt sich auf, es bläht sich auf. Es ist eine schöne Ballon. Die ist geplatzt. Sowas erlaube ich mir. Guck mal, Level. Ne? Das sind XP. So, aber ich gehe trotzdem jetzt mal ganz kurz ins Pokémon Center von Lucatia. Dann werden wir nämlich hier weiter trainieren. Ne? Mit der großen Chance auch, dass wir die beiden Katzen hier wiedersehen. Warum wir Suicune nicht sehen? In den vergangenen Folgen haben wir zweimal jetzt Raikou gesehen. Was ziemlich weird war. Aber das ist mir halt auch schon in der goldenen Edition passiert. Aber so wie ich jetzt am Trainieren bin, kann eventuellerweise noch eine andere Kuriosität passieren. Und zwar nämlich der Pokerus. Ne? Der Pokevirus passt irgendwie in diesen Zeiten dazu. Ne? Wir haben ja auch so ein Virus, ja, was uns auf den Sack geht. Nur der Pokerus, also der Pokémon-Virus, ist ein etwas anderes. So, bleiben wir mal hier bei 34. Und schauen wir mal, was dann passieren wird. Wir können, glaube ich, sogar gegen einen der Trainer hier nochmal kämpfen. Wenn überhaupt. Außer jetzt bitte nicht, jetzt kommt nur Radfratz, ne? Zwingt ihr mich woanders zu trainieren? Ne? Das macht schon wieder Energiefokus. Es pumpt sich wieder auf. Guck mal, Ruckzuckieb. Wenn du das könntest, Noah, ne, wäre ich stolz auf dich. Ja, aber... Naja. Nun gut, zweimal angreifen. Auch, ja, das Radfratz hätte nochmal Ruckzuckieb einsetzen können. Ah, oh, fast Level 15. Angelo! Machen wir es mal anders. Wo war das hier? Genau, so. Hallo, ich bin's, Angelo. Alles okay? Ich verbringe mehr Zeit mit meinem Goldini als mit meinen eigenen Kindern. Das ist in der Tat schade. Oh ja, das ist es. Ich hoffe, du vergisst nicht ab und zu mal deine Mama anzurufen. Gutes Stichwort. Ich könnte auch mal wieder meine Mama anrufen. Ja. Aber mal schauen. So. Ah, guck mal. Traumato. Auch ein gutes Pokémon zum Trainieren. Hoppala. Jetzt hier wieder mein dummes Kabel bekommen. Ja, ja, Tackle. Ist die einzige Attacke, die man kann. Die man kann. Ja, danke! Du. Ja, Traumato bleibt also. Oh. Ich sag, wenn es bis Level 20 kein Ruckzuck gibt, ich schmeiß das Evoli aus dem Team. Sorry, aber es nervt! Es kann nur Tackle! Eine andere Attacken kann es nicht lernen! Und wenn, dann sind es Attacken, die nicht angreifen. Rechte Hand, Runenschlag. Wenn es gleich nochmal Dingens macht, dann werde ich wahnsinnig. Dann wechsle ich. Also ich bin ein bisschen angefressen. Ne? Das sind schon vier Folgen, drei Folgen, wo ich mich bereit erklärt habe, dieses Pokémon ins Team aufzunehmen. Ich glaube, ich schmeiße dich jetzt gleich raus, Noah. Hast du gleich noch 5 KP, flüchte ich. Und dann landest du sofort in die Box. Zumindest ist es aufgewacht. Oh, ich hasse dich, Traumato. Ich hasse dich. Ja, ist blockiert. Ja. Dann gibt es jetzt gleich einen Trank. Oder auch nicht. Ja, jetzt ist nicht mehr blockiert. Dankeschön. Oh, ich habe ja auch noch Aufweckkanne, aber... Nee. Man merkt, ich bin angefressen, ne? Man merkt es. Man merkt es. Man merkt es sicherlich. Also, es liegt halt auch einfach daran, dass dieses Evoli halt keine andere Attacke kann. Ne? Hätte ich... So. Rechte Hand... jetzt mal Aussetzer. Oh, es kommt mit Pfund. Oh, ich pfund dir ein. Ja, leck's mir doch am Arsch. Und dann geht's noch. Wenn es jetzt Aussetzer gewesen wäre, ne? Ein Aussetzer hätte getroffen. Ich schwöre, ich wäre ausgerechnet. Also, dann wäre es sofort aus dem Team geflogen. So. 145 XP verdient irgendwie. Jetzt bitte lernen, Ruckzuckieb. Ich kommentiere das nicht mehr. Ich, nein. Ich, 5 Level noch. Wenn es da nicht Ruckzuckieb lernt, fliegt es raus. Fertig. Tackle als einzige kampffähige Attacke gegen ein Traumato, gegen ein Pokémon, was Aussetzer kann. Wollt ihr mich verarschen? Ne?
Ich sag, das sind dann 2, 3 Folgen umsonst investiert, ne? Da hätte ich schon längst den Orden machen können. Klar, da hätte ich es erst recht jetzt gesagt. Ja, dann trainiere, hätte ich doch off-air trainiert, also ohne Aufnahme. Ne? Hinter die Kulisse. Aber habe ich nicht getan. Nein. Warum auch nicht? So. Ich glaube, gegen Radfahrt ist mir dann doch lieber. Ne? Aber es ist wirklich... Ja, es ist halt erbärmlich, weil guck mal, ne, selbst das Radfratz kann mehr Attacken, ne? Es kann Ruckzuckhieb auf Level 11 oder 10, ne? Also wahrscheinlich schon generell hier, Ruckzuckhieb. Das kann das Evoli nehmen. Oh. Ich hoffe, ich habe genug Platz, um gegen Dingens zu gehen. Ja. Oh. Ich muss es einfach gar nicht mehr kommentieren, weil was soll ich da noch großartig kommentieren, anstatt irgendwie zu sagen, ja, ne? Aber wenn ich hier noch nicht den EP-Teiler kriege, den ich erst recht spät kriege, dann weiß ich nicht, ob es sich da noch lohnt, das Pokémon mit aufzunehmen, ne? Und anderswo den EP-Teiler zu kriegen, ist halt auch ein bisschen schlecht. Obwohl, warte mal, wir könnten noch mal gucken. Ich glaube, im Radioturm ist er ja auch irgendwie so ein Sachpreis. Und ich lache, wenn ich den jetzt bekomme. Dann können wir weiter die anderen Pokémon trainieren. Bei der Pokémon-Lotterie. Ja, möchte ich mitmachen. So. Ja, war ja klar. Na? Ist halt Glücksspiel, da kannst du nichts machen. So, dann weiter. So viele Schritte, wie ich schon gemacht habe, ne? Hätte ich schon wieder ein Ei schlüpfen lassen können. Ja, tun wir uns den verzweifelten Kampf nochmal an. Naja, außer es setzt jetzt nicht unbedingt, ne? Och, ja toll! Och, Mensch. Das gibt's doch nicht. Jetzt noch verwirrt. Ja. So. Und jetzt mach bitte Aussetzer. Dann geht Aussetzer auf Rutenschlag. Ich hasse dich, Traumato. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich... I hate you. I hate you very much. So much, wie du Matsche im Kopf. Oh Mann, ey. Wie gesagt, 4 KP oder noch so. Dann wird, nee. So, und jetzt bitte... Ich glaub's nicht. Gut, dann setze ich Tackle ein. Jawohl, nicht mehr verwirrt. Und jetzt im Arsch. Danke. Gut, zumindest ist die Kombination Rutenschlag und Tackle zumindest so etwas zu gebrauchen. Oh Mann. Ja, das ist zumindest auch ein bisschen, was man Taktik eventuellerweise nennt, habe ich mir sagen lassen. Gerade eben vor 5 Minuten. Ne? Aber naja, man weiß ja nie. Autsch, Entschuldigung. Oh, Radfratz. Evo. Naja, dass ich auch so hart mit dem Evoli hier umgehe, ist natürlich auch, wie gesagt, ne, man kann halt nicht nur mit 2 Attacken, wie zum Beispiel Rutenschlag und Tackle, halt einen ganzen Kampf gewinnen. Das geht halt nicht, ne? Weil man braucht dazu auch noch eine gewisse Art und Weise, um halt natürlich noch eine Strategie zu haben oder so einen Hinterhalt zu schaffen. Das schaffe ich mit Evoli jetzt in dem Sinne erstmal im Moment nicht, weil es nämlich noch nicht mal Ruckzuckhieb kann, ne? Aber wir nähern uns langsam der ganzen Chose. Krieg ich noch einen Trank? Komm, krieg noch einen Trank. Hab ja genug Tränke. So, 41 KP. So. Deswegen mache ich mir da auch keine Gedanken drum. Aber was willst du machen? Ne? Wenn sowas wie das da kommt. Aber schön, jetzt kommt's Level 10. Ne? Ich glaube, das auf 10 kann Dingens machen. Konzentration. Ja. Machen wir erstmal Schaufler, würde ich schon sagen. Ja, hätten wir Schaufler beigebracht, ne? Das hatten wir vorher nicht. Ha! Aussetzer! Hahaha! Ja, ja. Hehehe. Ja, ja. Ja, ja. Hehehe. Am Arsch, du Traumato. Das ist leider nicht Level 16, aber was soll's. Ja, das Training geht aber zumindest wieder voran.
Wenn auch ziemlich schleppend, würde ich sagen. Ne? Aber es geht voran. Wieder ein Traumato. Level 12 diesmal. So, diesmal kriegen wir es aber hin. Wieder die übliche Strategie. Ja, wir schwächen es ja auch mit Routenschlag. Die Verteidigung von dem Traumato sinkt ja. Ne? Während das Traumato bei uns es nur zum Einschlafen, zu einer Blockieren eine Attacke bringen kann, können wir die Verteidigung schwächen. Das heißt, wenn wir dann zwei, dreimal Tackle machen, Dankeschön, jetzt ist das nochmal passiert, ne? Heißt das, wir können mit Tackle angreifen und die Verteidigung von diesem Traumato ist so gut wie hinüber. Ne? Also fast so gut wie hinüber, aber wir haben die bessere Möglichkeit anzugreifen und das Traumato zu besiegen. Also Rutenschlag werde ich definitiv lassen. Sollte es hoffentlich noch Ruckzuckhieb lernen. Weil Heuler ist nämlich nix. Das muss ich ganz ehrlich mal sagen. Heuler ist nix. Heuler. Das verschwächt doch eigentlich auch die Verteidigung, ne? Das ist, glaube ich, genau dieselbe Chose, ne? Also nehme ich lieber Runenschlag. Das heißt, ein bisschen Action im Kampf ist doch mit dabei. Ja, auch wenn es immer pfundig angreift. Das Traumato. So, machen wir nochmal. Jau! Ah. Jetzt müssen wir hoffen, dass es aufwacht. Das Evoli, da müssen wir noch irgendwie auch noch eine Strategie entwickeln. Die ich glaube ich aber nicht entwickeln werde. Ah, ja, ich schläft schon. So, wir machen jetzt durchgehend einfach mal. Ah, Aussetzer ist fehlgeschlagen. Weil es jetzt nicht eine Attacke gemacht hat. Ich warte halt noch drauf. Jetzt kann ich noch Grund einsetzen. So, ist aufgewacht. Nochmal Rotenschlag. Mach jetzt bitte Aussetzer. Danke. So, Rutenschlag wird blockiert. Tackle, es müsste einer, glaube ich, reichen. So sieht's aus. Guck mal. Zwei Rutenschläge beim Traumato Level 10, dann geht's. Bei einem Level 12, was wir vorhin gesehen haben, Level 11, denke ich mal, da sind ein bis zwei mehr, damit wir es direkt einmal schlagen können. Ne? Weil, wie gesagt, wenn wir halt nur Tackle einsetzen auf ein Traumato oder auf ein Pokémon, was halt Aussetzer kann, da müssen wir halt auch aufpassen. Und Traumato kann dem Aussetzer auch noch Hypnose. Und das heißt dann, ne, zwei Situationen, wo du weißt, du kannst dann mit dem Pokémon nicht kämpfen. Und das wird dann halt auch ziemlich interessant und schwer, ne? Interessant in dem Sinne, weil du halt eine neue Strategie entwickeln musst und schwer halt, weil du dann halt, ne, warten musst, entweder wenn du keine Aufwecker dabei hast oder du möchtest halt nicht durchgehend Aufwecker einsetzen. Das muss ja auch nicht sein. Wie viele AP hast du noch bei beiden Attacken? Boah. Es geht eigentlich noch. Das heißt, ein Trank und dann beim nächsten Mal geht's wieder ins Pokémon Center. Guck mal, ich habe ja auch noch Aufwecker dabei. Da würde sich jetzt jeder fragen, warum benutzt du die nicht? Wie gesagt, ich kann jetzt nicht irgendwie in einem Kampf fünfmal oder so Aufwecker reinschmeißen, weil bei einem Einsatz eines Items kann nämlich da... Ja, das wird eh nichts. Das, was ich da einfach mal mache, da flüchte ich selbst. Es bringt nichts. Bei einem Tackle... Nee, das ist nicht. Oh, Lyra ruft mich an. Warum? Hallo? Hier ist Lyra. Guten Tag. Neulich hat mein Merrill wie ein Putzlumpen gestunken. Wasch es. Was für ein Schock. Ab jetzt werde ich es immer ganz gründlich waschen. Bis dann. Bye. War jetzt auch eine sehr informative Information. Merkt's euch. Immer schön gründlich eure Merrills waschen. Ja. Ich lasse es mal so stehen. Oh Mann. Ja, es ist... Ja, ich weiß auch nicht. Oh. Direkt hier schön mit Volltreffer rein. Ja, finde ich auch genial. Ja. Und da haben wir es wieder mit Traumato zu tun. So. Ja. Evoli. Wir machen aber wieder Rutenschlag. Zweimal reicht ja, um das Traumato mit einem Tackle wegzuhauen. Das greift ja lieber pundig an. Wenn es jetzt entweder setzt Hypnose oder Pfund. Okay, wollen wir mal schauen. Vielleicht kann ich mich auch vertun. Ne? Es kann ja sein, dass das Traumato hier eine bessere Verteidigung hat. Ist aber nicht der Fall. Deswegen weg. Gibt wieder 145 XP. So, komm, Level 17 schaffen wir auch noch. Level 17 schaffen wir auch noch. Vor allem auch mit dem Level 12 Traumato. Das finde ich nämlich dann sehr genial. Beginnen wir wieder mit Rutenschlag.
kann jetzt mit Hypnose oder mit einer Blockierung der Attacke nämlich kommen. Oder mit einer Konfusion. Wir müssen aber auch bedenken, es kann eine Volltreffer-Attacke sein. Oder das. Ja. Ja. Und jetzt setzt Hypnose ein. Ja, das ist dann immer das Worst-Case-Szenario. Ja. Wenn es jetzt gleich Hypnose, Konfusion einsetzt, dann ist ein Volltreffer, dann flippe ich aus. So, einmal noch. Es wird nicht wach. Jetzt gucke ich mal, was es macht. Es versucht wieder Aussetzer einzusetzen. Ich setze einen Trank ein. Weil sonst stirbt es mir weg. Und ich muss ja Evoli halt, sagen wir mal, glücklich halten, damit Evoli überhaupt sich noch zu Flamar, wollte ich schon sagen, zu Psyana oder nach Tara entwickelt. Gut, zu nach Tara jetzt eher nicht bei dieser Tageszeit. Boah, das ist jetzt aber echt eine hartnäckige Nuss. Noah bleibt schläfrig. Ja, das könnte jetzt ein Volltreffer sein. Nee. Aufgewacht. Noch verwirrt. Jawohl. Ich glaube, das ist der zweite Angriff, oder? Nochmal Konfusion. Jetzt könnte jeder Konfusion ein Volltreffer sein. Einmal noch. Ah, nein. 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 Oh, danke schön. Ausnahmsweise freue ich mich mal über diese Hypnose. So, jetzt kriegst du einen Supertrank, Noah. Das wird mir jetzt ein bisschen zu tricky. Wo bist du, Supertrank? Da bist du. Weil das wird mir jetzt zu tricky. Wenn ich jetzt nämlich nur einen Trank einsetze, sind wir zwei Minuten später in derselben Situation. Ne? Wie gesagt, die XP will ich von diesem Traumato. Das ist gutes Training. Nochmal. Ja. Also sollst du jetzt nochmal zweimal in der Runde schlafen. Oh, das war jetzt ein Volltreffer. Dann setze ich einen Aufwecker ein. Da wollte ich schon Hypnose wieder einsetzen. Das schläft weiterhin. Was macht es jetzt? Aussetzer. Komm, jetzt allerletzte Chance. Aufgewacht. Noch verwirrt. Bitte. Jawohl. So. Jetzt setzt Aussetzer ein. Bitte. Konfusion. Okay. Jetzt kann alles schief gehen oder nicht? Jawohl. So. Tackle. Naja, fast. Oh ja. Es geht alles schief, wie ich es mir dachte. Ich hasse dich, Traumato. Ich hasse dich. 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 Ich hasse dich, Traumato. Jetzt will ich deine Genauigkeit noch senken, damit du nicht triffst. Ne? Ist gleich eine Sandburg und dann hasse ich dich noch weiter. Oh. Ja, das ist jetzt Worst-Case-Szenario. Ne? Ja, so einen spannenden Kampf habt ihr noch nie gesehen. Ja, aber wenn dieses Evoli nur Deckel kann, nur Deckel. Auf den, ich glaube, ein Gen 2 könnte es schon. Ruckzucki. Oh Mann. Also ich bin etwas angefressen. Ich sag, wenn es bis Level 20 kein Ruckzucki bleibt, ist es raus. Weil ich würde dann nicht noch 10 Level warten. Das hab ich schon mal bei meinem Imitag gehabt, als ich das letzte Mal Dingens gemacht habe, ne? Und dann hat es erst auf 60, hat es erst Bohrschnabel gelernt. Ne? Ich war so angefressen danach. Oh. Geht doch. Geh direkt jetzt ins Pokémon-Center, das ist mir so wumpe. Oh Mann. Ja. Oh. Ja, na klar, irgendwo mitten im... Ditto. Ja, warum nicht, ne? Ja, muss jetzt durch, Noah. Wurde. Ein wildes Evoli! Wahrscheinlich zieht's jetzt gleich noch mein echtes Evoli ab. Dann lache ich. Naja, 6 Level Unterschied, gleich sind's E7. Guck mal, jetzt macht's dieselbe Methode wie wir. Das Ditto hat uns beobachtet. Glaubt mir, das Ditto hat uns beobachtet. Jetzt mach doch mal hinne! Ja, zweimal angreifen, hinter... Wir beenden die heutige Folge. Ohne Kommentar.
Nee, ich bin angefressen, ganz einfach. Ich bin angefressen. Klar, so ist Pokémon, aber... Nee. Heute nicht. Heute nicht. Heute nicht. Ich... Nee. Nein. Ich halt die Schnauze. Ihr kennt das Gezedere. Ne, ihr könnt abonnieren, wenn ihr wollt. Ich glaube eher nicht, aber ist mir halt Wumpe. Müsst ihr wissen. Und neben diesen verzweifelten Pokémon-Trainings hier gibt es natürlich auch News zu also Informationen, also News-Videos und vieles mehr und andere verzweifelte Streams, wo ich schon fast am Abkacken bin, aber ja, ich nehme es mit Humor, aber irgendwo ist man auch ziemlich angefressen. Was soll's. Nun gut, haut's rein, bis zur nächsten Folge und bleibt gesund. Bis dahin.